Herr Lindner, die letzten Tage waren nicht gerade unanstrengend oder wahrscheinlich auch für Sie ziemlich belastend. Die Vorwürfe, die im Raum standen, die FDP ist eine rechte Partei. Haben Sie in den letzten Tagen an Rücktritt mal gedacht? Ja, die letzten Tage waren hart und es gab viele verletzende Vorwürfe. Wir haben eine Fehleinschätzung gehabt in Thüringen. Ich habe selber auch nicht kommen sehen, dass die AfD uns in eine Falle lockt. Ich habe schon am Mittwoch klargemacht, ich könnte nicht Vorsitzender einer Partei sein, die nicht eine ganz klare Abgrenzung zur AfD hat. Das ist meine Grundüberzeugung und das ist auch unser Kurs. Man kann nicht anders sein als CDU, SPD und Grüne und zugleich dann nicht eine ganz klare Abgrenzung zu allen Rändern, insbesondere nach rechts außen haben. Die CDU hat ähnliche Probleme auch in der Abgrenzung zur AfD, hat auch ihren Kandidaten mitgewählt. Glauben Sie, dass das Konsequenzen hat für die Große Koalition, droht die auseinanderzubrechen? Die CDU in Thüringen sollte ähnlich klare Konsequenzen ziehen wie wir. Das wäre das beste Mittel. Wir wollen ja prinzipiell nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist bei der CDU in Thüringen relativ. Und zum anderen sprechen wir uns klar für Neuwahlen aus, wie die CDU das im Bund und die SPD in Thüringen auch getan haben. Das würde die Lage bereinigen. Das kann ich bei der CDU in Thüringen gegenwärtig auch nicht erkennen. Richtig ist jedenfalls aber, dass der AfD nicht gelingen kann, die Parteien des demokratischen Zentrums insgesamt jetzt gegeneinander aufzubringen. Hier hat es eine destruktive Strategie der AfD gegeben, die ist auch verlogen gewesen und die darf nicht dazu führen, dass den Parteien, in dem Fall jetzt Union und in besonderer Weise FDP, ein Misstrauen prinzipieller Art entgegengebracht wird. Die Situation wird ja bereinigt. Wir befinden uns jetzt aktuell gerade im Genscherhaus, der Parteizentrale der FDP. Ist das Erbe der von Herrn Genscher, von Lambsdorff, die großen Liberalen in Gefahr? Nein, überhaupt nicht. Wir haben klare Schnitte gezogen. Rücktritt von Herrn Kemmerich, Angebot von Neuwahl. Klarer kann man das nicht machen. Es sollte eine Kandidatur sein, symbolisch für die politische Mitte gegen Linkspartei und gegen AfD. Man könnte also anders sagen, gerade aus der Tradition von Genscher und Lambsdorff heraus, um ihre Namen aufzunehmen, sollte deutlich gemacht werden, es gibt in der Mitte des Parlaments auch eine Stimme für die Mitte. Die AfD hat das genutzt, indem sie ihren Kandidaten zu einer Strohpuppe gemacht hat und mit höchsten Staatsämtern in destruktiver Weise umgegangen ist. Das haben wir vorher nicht erkannt. Dieser Fehler wird bei uns niemandem ein zweites Mal passieren. Vielen Dank, Herr Lindner. Danke Ihnen.